Okay, wir haben jetzt endlich dieses Pilvenhammer-Duet-Chill geschafft. Und jetzt kommt das wieder. Was war denn das nochmal? Das Level war hier auch schon erfunden. Und als Link ist es nämlich so oder so immer schwer. Weil man ja die Kanonen nicht benutzen kann. Das heißt, man muss im Kampf Mann gegen Mann alle Gegner hier fertig machen. Das wird man auch in meiner gemoddeten Version von The Invasion 2 müssen. Die meisten Basislevels habe ich da nämlich mittlerweile schon editiert. Und auch schon ein paar neue, eigene erstellt. Wo hätte ich denn wissen sollen, dass so einer kommt? Damit ist es leider auch die Feder schon wieder weg. So ein Mist. Na, Glück gehabt, da ist wieder eine. Glück, Glück. Jo, nein, jetzt kommen natürlich diese Kanonen. Und ich bin mal wieder so super, lusch und lass mich treffen. Das war jetzt unnötig. Aber weil ich nämlich so ein kleiner Nobi bin, verliere ich ständig meine Feder. Warum da oben Gegner kommen? Keine Ahnung. Eigentlich kann man da oben nämlich gar nicht sein. Wieso springt denn der so hoch? Der ist ja blöd, ey. Oh, und anscheinend ist das sogar ein Abgrund. Das heißt, da wäre ich jetzt fast runtergefallen. Viel zu viele Kanonen. Viel zu viele Kugelwillis überall. Und viel zu wenig Power-Ups. Boah, fast wäre ich getroffen worden. Ja, da hätte ich bestimmt Ups abräumen können. Aber ich will jetzt kein Risiko eingehen. Ja, der wäre da dagegen gedonnert. Und wenn er mich dann getroffen hätte, wäre es das gewesen. Das ist ja vielleicht mal mies hier. Das ist auch wieder ein sogenanntes Japaner-Level. Strich weggesammelt. Aber was ich halt ein bisschen blöd finde, ist, dass es Levels gibt, die als Link gar nicht schaffbar sind. Wie zum Beispiel dieses sogenannte kurze Level. Wo man dann also entweder einen anderen Charakter nehmen oder das Level ummodden muss. So wäre zum Beispiel auch in Invasion 2 das Level, wo man den roten Stiefel braucht, als Link unschaffbar, weil er den nämlich nicht tragen kann. Hä? Und das hier ist auch unschaffbar als Link. Diesen Sprung kann man nicht schaffen. Alle anderen Charaktere könnten jetzt nämlich hier die Sprungbretter mitnehmen. Nur der Link natürlich nicht. Super. Also kann ich nicht schaffen. Hurra! Das nervt mich jetzt aber doch ein bisschen. Was nämlich heißt, dass ich auch dieses Level wieder ummodden muss. Das werde ich dann also irgendwann mal tun. Und dann geht das Let's Play weiter. Schade eigentlich, dass das alles zu einer Zeit designt worden ist, wo es noch keinen Link gab. Aber egal. Dieses Let's Play ist natürlich trotzdem noch lange nicht beendet. Bis dann.